Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen bei Big Frank Gaming. Hier ist wieder euer Frank und wir spielen eine weitere Runde Helheim Hassel. Ja, sorry für die etwas seltsamen Hintergrundgeräusche hier, aber es ist tatsächlich so warm, dass ich ohne Ventilator nicht klarkomme. Ja, das muss einfach sein. Also wenn es ein bisschen rauscht im Hintergrund, das ist der Ventilator. Gebt einfach nichts drum. Oh, ich habe einen Arm vergessen, glaube ich. Ah ja, stimmt, wir müssen ja noch den zweiten Arm retten. Richtig. Ja, hier rüber zum zweiten Arm wechseln. Ich würde ja sagen, ich muss den kitzeln, aber das klappt wohl nicht ganz. Ui, wie kriegen wir das denn jetzt hin? Oh, da müssen wir, glaube ich, um die Ecke denken. Ei, ich glaube, ich habe es schon gesehen. Wir müssen hier raufklettern. Down from the top of the Yggdrasil tree to become a personal trainer. It is honest work. I don't associate with smoothie thieves. Trenne deinen hängenden Arm, um den Körper fallen zu lassen. Fupp, weg ist er. Not again. Oh, jetzt muss ich Arm und Arm zusammenstecken. Oh mein Gott, zwei Arme zusammen. Ja, wie in der Zwischensequenz da im Ladebildschirm. Kille, kille. Really? You're not gonna react to a severed arm tickling you? Okay, das sieht ulkig aus. Frag mich nicht, aber das ist lustig. Das erinnert mich echt voll an The Addams Family. An das eiskalte Händchen. Looks like the doors up here are locked, Pesto. Find the keys then, Bjohorn. Gosh darn it. Do I have to do everything around here? Pesto, you never told me why you want to go to Helheim. Yes, I have. I'm going there to pick up my stupid boss's stupid new sword. He always orders his stupid swords from the Viking Hell Lady because she knows dwarves. Dwarves are the best blacksmiths in the world, so that makes sense. Who even uses swords anymore? Just get a Boomduck Super Mag Predator shotgun like everybody else. Okay, das dauert ein wenig, bis wir den Schlüssel unten haben. Aber egal. Da ist er schon. Vielleicht sollten wir einfach den Körper nehmen. Zack. Und da haben wir ihn schon. Aber ich möchte noch schauen, was da hinten ist. Das könnte interessant werden. Ei, eine Kiste. Aber wie mache ich das? Kopf weg. Ne, das reicht nicht. Oh, alles wieder einsammeln. Nur der Kopf reicht nicht. Das muss ich wahrscheinlich nur mit den Armen alleine machen. Zack, zack. Zack. Na, nur mit den Armen alleine komme ich ja gar nicht dran. Ui, okay. Ah, warten wir bis zum nächsten Mal. Wir wollen ja die Story erleben. Aufgeschlossen haben wir die Tür. Schmeißen wir mal ein paar Sachen da hoch. Wir haben ja ein paar. Zack, zusammen. Und hier wieder runter. Ach, hier ist noch ein Schlüssel. Okay, ich verstehe. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, wir brauchen einen zweiten Arm. Ah. Zurück zum Körper. Aufheben. Y. Nein, den zweiten Arm kann ich tatsächlich nicht einfach werfen. Ja gut, okay, verstehe ich. Womit auch? Ah, aber so geht's. Den Arm da dranhängen und dann den Körper abtrennen. Ja, genau, das ist der. Das ist der Trick an der Geschichte. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht, ich muss hier echt um die Ecke denken. Das gefällt mir. Die Logik könnte tatsächlich von mir selbst stammen. Das ist irgendwie, ist das eklig. Zusammenstecken. Zack, die nächste Tür aufschließen. Und weiter geht's. Wir werden schon noch irgendwie hier aus diesem Gym entkommen. Arm links, Arm rechts, zusammen. Der eine Arm schmeißt den anderen Arm. Na, so werde ich aber, glaube ich, nicht kommen, oder?
Doch, das könnte ganz klappen. Aber das klappt nicht. Ei. Ach, da kann ich auch einfach den einen Arm zu dem anderen raufwerfen. Okay. Hopp. Hopp. Das wird nicht gehen. Wenn ich den Kopf abtrenne und nur den Arm nehme, komme ich da trotzdem... Nein, da komme ich nicht rüber. Bauen wir mich mal wieder zusammen. Oh, verdammt, wie soll das funktionieren? Moment, Leute, ich muss gerade meinen Fernseher umschalten. Der geht nämlich gleich in den Aus-Modus und das soll er ja nicht. Ne? Wir wollen ja weiter zocken. Während des Abtrennens ZR gedrückt halten, um meinen Körperteil fallen zu lassen. Okay. Fallen lassen den Arm. Fallen lassen den anderen Arm. Einzeln kommen die da aber, glaube ich, nicht so gut hoch. Probieren wir es. Das ging doch eben noch, verdammt. Ah. Ach, verdammt. Das hat auch nicht geklappt. Okay. Aber ich bin schon mal sicher, dass das hier definitiv die richtige Variante ist. Ja, rüberwerfen. Genau so sieht's aus. Seht ihr, Leute, die Rätsel sind gar nicht so schwer, wie sie ausschauen. Jetzt den anderen Arm rüberholen und krabbel, krabbel, krabbel darüber. Und dann haben wir auch den nächsten Schlüssel. Haha. Und raus aus dem Fitnessstudio. Yeah. Was ist das denn da bitte? Ein Bein und ein Arm zusammen mit dem Kopf, der sich am Oberschenkel festbeißt. Oh mein Gott. Even colder out here. Gosh darn it. Why didn't I bring a scarf or something? It's not that bad, Pesto. You'll get used to it. Wir haben eine neue Quest. Oder zumindest ist die Straße nach Helheim erweitert worden. Wir konnten aus Baldas Fitnessstudio entkommen. Endlich wieder frische Luft. Yeah. Bären. Und hier ist das Taxi. Wunderbar. Oh, wer ist das? Who is this now? Hey man, can you let us pass? Haven't you heard? Nein, nicht wirklich. Ah doch, das haben wir mitbekommen. What's your puzzle? The puzzle is... You've got to give me 1,000,000 coins! What? Where are we gonna find that kind of money? Oh, come on. Oh. Don't hide your coin from Uncle Fafnir. Fafnir? My leg. Think I'll hold on to this until you start showing me some coins. Oh nein, das ist blöd. 1,000,000 of them. That's it. I'm killing this guy. I don't care if it's written or not. Das ist jetzt was blöd. Pesto, wait. It's not worth it. I think I can still move my leg in there. How does that help? If I can use my leg to mess with his uvula, I can make him throw up. Making frogs throw up. Just another day in the office. Ja, Frösche zum Reihen bringen. Gosh darn it. Oh. Das sieht aber jetzt für mich nicht aus wie ein Magen. Das sieht strange aus, aber nicht wie ein Magen.
Aber definitiv sind die Jump'n'Run-Passagen hier schon so gestaltet, dass es doch eng wird. Drachen haben einen Beleidigungsflimmer. Warum bewegt sich das jetzt nicht? Na, da komme ich nämlich nicht rüber. Muss ich denn jetzt irgendwie treten oder was? What do you call a sleeping dragon? A drag-off. That makes the laughter gland inflate. Okay, das war's nicht. Beleidigen hey, wir ihn mal. Fafnir. You are stupid. Okay, ich muss den beleidigen, um da hochzukommen. Das ist gefährlich. Definitiv ist das nicht gut. Das ist gar nicht gut. Hey, Fafnir. In seiner Lachdrüsen. Please don't tickle him. What do you call a cool dragon? A dragon. I'm a dragon. Jetzt muss ich ihm tatsächlich Witze erzählen, hier damit ich weiterkomme. What do you call a slow dragon? A dragon. Jetzt muss ich ihn wieder beleidigen, okay. Das ist relativ simpel. Dumbnir. Jetzt verunsicherst du mich. Das ist definitiv kein normaler Magen. Oh, jetzt hat er Bauchschmerzen. Muss ich... Was du Kuckuck machst du da kurz? Bizarro-Lokator schließt Muskel. Hat irgendwer Jonah gesehen? Was ist das für ein Quatsch? Das bringt doch keinem was hier. Muss ich jetzt mit dem Bein wieder zurück oder was? Oh, jetzt bin ich abgesoffen. Ah, da komme ich weiter durch. Okay, ich verstehe. Jetzt brauche ich die Lachdrüse wieder und dann komme ich da oben auf das Ding drauf. Dann muss ich ihn nur noch einmal beleidigen. Ah, yep. Oh Mann, das ist so krank, dieses Spiel. Witz erzählen. Hey, Fafnir. How is the weather up there? Ja, jetzt geht's zurück hier, den ganzen Weg durch den Magen zurück. Das hört sich irgendwie echt eklig an, Leute. Aber wir können die Sachen jetzt kombinieren. Zack, zack, hopp. Zack, und da hoch und zack. Und zack und hopf und hüpf und hüpf. Und hüpf. Jetzt müssen wir wieder beleidigen. Ansprechen, beleidigen. Hey, Fafnir. Oh, das ist gemein. Das ist aber richtig gemein. Super, jetzt muss ich noch mehr beleidigen. Hey, Fafnir. I don't know, man. Your face isn't symmetrical? Hey, that is bullshit.
Johan, have you ever insulted anyone before? Hey, Fafnir. You are stupid. Warum hält er sich denn da oben nicht fest, verdammt ich? Jetzt muss ich den armen Drachen ständig beleidigen hier. Warum bist du so gemein? Weil du eine Million Münzen von mir willst, Junge? Mann, jetzt bin ich wieder daneben gesprungen. Das kann doch nicht sein. Hey, Fafnir. How is the weather up there? Ah, mir gehen langsam die blöden Witze aus, glaube ich. So, wieder beleidigen. Hey, Fafnir. No one likes you. Nee, ich komme da tatsächlich nicht einfach so hoch. Hey, Fafnir. I don't know, man. Jetzt habe ich versehentlich wieder den Kopf abgetrennt, okay. Hey Fafnir, you are stupid. Ah, jetzt bin ich oben. Okay, jetzt kann ich ihm einen Witz erzählen und dann müsste ich eigentlich rauskommen. Mist. Oh nein, nicht wieder ganz runter. Ey, das ist echt anspruchsvoll jetzt gerade. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das noch so schwierig wird hier so schnell. Jetzt müssen wir wieder beleidigen. Ja, deine Witze sind schlecht. Ja, you suck, man. Und wieder beleidigen. Hey, Fafnir. More like Dumnir. Oh, schon wieder daneben. Hey, Fafnir. How is the weather up there? Well, now you're just being rude. Langsam werde ich ein wenig verärgert. Hey, Fafnir. No one likes you. Why are you being so mean? Schon wieder daneben, das kann doch nicht sein. Ich bitte euch, Leute. Hey, Fafnir. I don't know, man. Your face isn't symmetrical? Oh, that agitates my insult, Glimmer. Hey, Fafnir. Ja gut, ich kann ihn zum Glück so oft beleidigen, wie ich muss. Aber ich komme dann ständig nicht rauf. Warum bin ich denn jetzt einmal darauf gekommen und danach nicht mehr? Verstehe ich gerade irgendwie nicht. Hey, Fafnir. You suck. Hey, that's it, old guy. Also es sieht schon irgendwie eklig aus in so einem Drachen drin. Hey, Fafnir. Das muss ich schon sagen. Ups, schon wieder Kopf abgetrennt. Ich komme da nicht hoch. Egal, was ich mache. Ich verstehe das nicht. Hey, Fafnir. Also langsam nervt's, echt. Langsam nervt's wirklich. Ich habe ja nichts gegen anspruchsvolle Rätsel oder Skill-Challenges, aber ich kann nicht mehr wieder hochspringen. Also es ist wirklich irgendwie seltsam jetzt. Ganz ehrlich, Freunde, das verstehe ich irgendwo nicht wirklich. Ich meine, die Lösung liegt auf der Hand. Ich spreche den an, ich beleidige den und dann springe ich da hoch und dann springe ich weiter hoch und... So, jetzt quatsche ich ihn wieder an, beleidige ihn wieder, wechsel zurück, springe da hoch. Ja, jetzt hat es geklappt wieder. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch echt nicht sagen, warum das mal klappt und mal absolut gar nicht klappt. Jetzt erzähle ich ihm einen Witz. Oh, und jetzt hoch. Na endlich, meine Güte. Ganz ehrlich, Leute, das ist echt eine Hausnummer zu viel. Gut, die Quest wurde aktualisiert. Ich muss Fafnirs Gaumenzäpfchen triezen, damit er sich übergibt.
Wahrscheinlich so. Nein, so nicht. Oh, hier sind die bösen Fänge des Fafnir. So ein großes Maul hat er aber auch nicht. Obwohl, er ist schon ein ziemliches großes Maul. Das passt schon. Wie mache ich das am besten? Darüber oder was? Und dann zum Bein weg? Nein. Einfach nur hier hoch? Auch nicht. Ja, das ist wieder gar nicht so einfach. Ah, von hier aus wahrscheinlich. Übergib dich, kleiner Drache. Mach das, du Vollpfosten. Wow. Ich glaube, mir reicht's, Leute. Die Folge ist echt vorbei. Ja, also ganz ehrlich, wenn ihr mehr von diesen kranken Rätseln haben wollt, dann folgt mir einfach. Ja, abonniert den Kanal und ich würde mich natürlich super freuen, wenn ihr einen Daumen hoch oder Daumen runter da lasst. Ja, netten Kommentar im Kommentarfeld. Sagt einfach mal Hallo. Der Kanal ist noch neu. Ich kann jede Hilfe gebrauchen. Ja, also seid dabei und schaut in der nächsten Folge wieder rein, wenn es wieder heißt Helheim Hassel mit Big Frank Gaming. Ich bin raus, bis dann, denn. Ciao, ciao.